So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Resident Evil 4. So, wir hatten am Ende der Folge hier noch eine kleine Spaßrunde gehabt am Schießstand. Ich habe tatsächlich danach nochmal eine kleine Runde gespielt. Ich habe nochmal zwei goldene Jetons geholt. Voll doof, dass ich die nicht eingesetzt habe. Ich kann mal gucken. Wir haben ja... Money can't buy. So, komm, den tauschen wir auf. An interesting choice. Oh, I mean combat. Genau, dann können wir die auch mal hier einsetzen. Machen wir das doch mal. Kriegen wir davon, warte mal, 1,3 für den 3-Farben-Bonus. Wo habe ich nochmal eine Übersicht über die Boni? Ich möchte es mal entfernen. Ich möchte dann doch nochmal den 3, also 1, 3 bei 3 Farben. Und was haben wir bei 3 gleichen? 1, 4 sogar. Aber habe ich nicht gerade trotzdem mehr Geld gehabt? Mit den, warte, was, 19.600? Hä? Okay. Aber das sind trotzdem noch 5000 mehr. Wollen wir die so verkaufen? Kann man nicht machen, ne? Guck mal. Vielleicht kriegen wir dafür dann noch was. Genau. Zack. Aber was will ich denn überhaupt machen? Hahaha. Ich weiß nicht, ob ich die. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty. Verkaufen. Die GMP ist eigentlich super, aber ich habe so wenig Geld dafür, so viel Platz dafür. Aber hier ist gerade im Sonderangebot. Hier wird teurer. Die GMP möchte ich eigentlich schon haben. Im Zweifelsfall kann. Also, ja komm, lass uns die mal kaufen. Dann können wir auch direkt mal tunen. Weil die ist schon ganz. Pass auf, die tunen wir auch. Magazinlos kann man auch vergrößern bei der. Das lohnt sich voll. Eigentlich mag ich die TMP ganz gerne. Aber es gibt ein paar Anwendungen für die ganz praktisch sind. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill. Don't get yourself killed now. okay. Dann soll ich nochmal speichern? Komm, ich speichere das nochmal ab hier. So. Genau. Also, dann geht's jetzt weiter. Hier geht's irgendwie noch nicht weiter. Moment. Aber waren hier nicht. Da waren hier nicht, ne? So Fische oder so. Genau, wir haben einen Auftrag. Wir müssen ja noch diese blauen Jetons, sag ich schon, die blauen Medaillons finden. Aber wo auch immer die sind. 5 Stück. Da müssen wir aufpassen. Also ich hab noch ganz gesehen. Ach, guck mal an, ey, die Burg. Krass. Okay, hier ging es runter. Ah. Oh, gar keins gesehen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das sollte ja schon vor einem Steinbruch beginnen. Was haben wir denn da? Machen ja. Oh ne. Was ist das denn jetzt? Fuck. Die dumpen hier eine Leiche. Welche ist das? Ist das die erste? Ist das der. Upsi. Der pinkeln war. Wow. Übel. Hier können wir schon mal. Das heißt schon mal. Hier können wir einen Blick auf diese schöne Burg werfen. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, die ist riesig. Hm.
Looks like there's something over there. Okay, ja, können wir uns angucken. Ah, hier gibt es tatsächlich mehrere Fixpunkte. Oh, ein umgekippter Baum, bei dem die alten Wurzeln nach oben zeigen. Interessant. Haben wir hier noch irgendwas? Oder hier? Ist doch bestimmt... Ist das hier ein Höhlenangang vielleicht? Ist hier was? Kiggins! Der Höhner! Der Höhner! Ich sehe hier schon zwei Hühnereier. Fantastisch. Naja, wie auch immer. Reißen wir uns mal zusammen. Wir haben einen Auftrag zu erledigen, zu erfüllen. So, und der Weg des Auftrags führt uns hier runter. Schwupps. Das heißt... Okay, das können wir euch nicht kaputt machen. Es sieht so aus, als ging es hier weiter. Warum ist das eigentlich so dunkel? Ich überlege, ob ich die Helligkeit verändern sollte. Das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Bootsbenzin bei der Fischfarm. Jetzt die Frage, wo haben wir denn jetzt schon, wo ist denn die Fischfarm überhaupt? Hm, ach, Kiggins. Hier haben wir doch schon ein blaues Medaillon verzeichnet. Beim Steinbruch. Und wieso haben wir die Pistolenmunition denn nicht genommen? Hä? Ich bin mir relativ sicher, dass wir die genommen haben. Ich bin mir super sicher, dass wir die genommen haben, weil ich in der letzten Folge das hier gesehen habe. Und das lag auf so einer Art Baumstumpf oder sowas oder auf dem Tisch. Weil das ist doch hier der Bereich, wo die fette Axt liegt, oder nicht? Na, die habe ich genommen eigentlich. Egal, anscheinend nicht. Hier ist noch ein Schatz. Aber da werden wir schon noch zurückkommen. Und was war jetzt hier? Ach so, eine verschlossene Schublade. Ja, alles klar. Das war bei dem Händler. Na gut, okay. Ja, also hier auf jeden Fall mal zurückkommen. Hier sind noch viele tolle Sachen. Und hier unter mir auch. Okay. Und hier muss irgendwo ein blaues Medaillon sein. Aha. Sehr gut. Kann man auch gut verkaufen. Was sagt eigentlich im Moment jetzt unser Platz im Inventar? Ah, okay, die haben wir ja. Ach, Mist. Ich bräuchte hier noch was für einen Rückstoß. Sonst bringt mir die nichts. Naja. Oder vielmehr gegen den Rückstoß. Aber gut, jetzt muss ich erstmal wieder Geld sammeln. Wow, ist das dunkel hier. MP-Munition. Ja, jetzt kriegen wir auch die zugewiesen. Ah. Okay, und irgendwo hier haben wir ja noch ein blaues Medaillon. Wahrscheinlich hier drunter oder so. Von hier aus können wir das vielleicht erreichen. Ja, Tatsache. Okay, ja, hier haben wir kein Benzin. Come on. Fill the tank when you're done. Ja, darüber kann man sich tatsächlich trefflich ärgern. Sehr geil. Gelbes Kraut. Küchenmesser. Naja. Also die Messer, das weiß ich, die eignen sich halt eigentlich ganz gut, um zum Beispiel neue warte mal, vielleicht können wir die Munition hier hin tun. Ich habe hier eigentlich lieber mal ein bisschen beisammen, hier so die einzelnen Munitionstypen. Und auch hier so, vielleicht irgendwie gefällt mir das ein bisschen besser, wenn wir das hier so beisammen haben. Vielleicht hier dann doch sowas oder so, keine Ahnung.
Naja, ist doch ein bisschen. Sorry, Leute, ist ein bisschen müßig, ich weiß. Aber ich brauche jetzt dringend ein grünes Kraut. Sieht das gut aus? Nee, ne? Sieht gar nicht gut aus. Egal. Oh, ach Quatsch, was rede ich denn da? Ich pack's einfach hier rein. Hahaha. Ha, ha. So. Also. Meine Güte, das habe ich aber. So, es ist mir immer noch zu dunkel hier drin. Ich überlege, ob ich wenigstens in der Aufnahme die Helligkeit ein bisschen hochstufen sollte. Ich meine. So, hier haben wir. Okay. Ah, dann fehlen uns hier noch zwei weitere Teile. Moment. So, weiter geht's. Ach, immer diese Anrufe dazwischen. Das kann man ja schwer abstellen, aber ja. Passiert. Mal hin und wieder werde ich mal angerufen. Okay. Wir kommen hier oben hin. Hun, wir kommen hier oben hin. So, immer schon die Augen aufhalten bezüglich. Ich traue mich jetzt eigentlich noch nicht zu schießen. Weil die sind ja. Die sind ja. Dorfbewohner. Eieiei. Shit. Goddammit. Sollen wir schon die Augen aufhalten nach Medaillons? Oh wow. Okay, was habe ich jetzt an. Kann ich ihn. Kann ich den von hinten lünchen oder. Oh Mist. Es ist schwer zu sagen, ob die einen gesehen haben oder nicht. Bei diesem Gebrabbel, was die da immer so von sich geben. So. Wo ist der Große? Kommt der nicht nochmal hier runter? Knapp. Ja, eine weniger, immerhin. Um die Krähe will ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Aber das lohnt ja nicht. Oh. Okay, der geht da hinten lang. Ich versuch's nicht. Ich folge ihm mal. Geht das? Jawoll, Mann! Krass! Blaues Medaillon, den wir aha, so, Viper Nummer 2. Wir brauchen nur noch eine. Na, über so ein. Na komm, über so einen Krach beklagen die sich dann ja nicht, oder? Oder sind jetzt. Und vor das Stello, na da, haben sie mich doch. Ja, die lassen wir mal schön down. Moment. So, zwei. Ich hatte gehofft, dass ich hier zwei auf einen Streich kriege. Aber. Das
geht dann auch so. So. Ah, hier, da haben wir noch einen. So, jetzt benutzen wir mal den. Weil es so schön ist. Alright. Da oben ist eigentlich keiner. Gut. Hier ist noch ein schönes Nest. Wollen wir nachladen. Überall. Auch die Schrotflinte dabei nicht vergessen. So. Das war doch nicht der letzte Gegner hier. Wo sind die anderen alle? Okay, hier ist das der Eingang. Beziehungsweise hier kämen wir komplett wieder zurück. Aber da die uns jetzt eh gehört haben, kann ich mich jetzt auch um das Blaumedaillon kümmern. So, wo war das? Nummer 2. So. Wo sind hier noch Gegner? Eigentlich was knistern, aber das ist dann das Feuer und wie gesagt immer schön auf die Vipern achten. Das Doofe ist, die nehmen tatsächlich ganz ordentlich Platz im Inventar. So. Gucken, ob die Vorderste. Ah, komm hier. Haha. Super. Damit kriegen wir auch den Auftrag erfüllt. Okay, der hat uns irgendwie nicht gesehen. Dann kann ich dem auch nicht helfen, außer ihn seiner Unwissenheit komplett zu entledigen. Können wir die auch direkt benutzen? Nee, geht nicht. Ja dann. Dann können wir damit jetzt gerade auch nichts machen. Wir könnten versuchen noch ein bisschen was herzustellen. Pistolmunition oder Flinte, was sagt ihr? Flinte geht wahrscheinlich immer, oder? Ja. Flinte geht immer. Dann können wir auch die Viper aufnehmen. Hier haben wir jetzt gerade noch irgendwas runter. Warte mal, was war das denn? War das gerade ein Fisch? Oder war das hier? Ja. Ein Forellenbarsch. Hm. Wir können halt nichts damit machen, was soll ich sagen. Wobei. Das können wir wegwerfen. Ja, komm. Wegwerfen. Ja, komm. Na. Ach so. Meine Güte. Ich würde ihn gerne aufnehmen. So, geht doch. Ach so, ich wollte noch das, was immer wir hier runtergeschossen haben, das nehmen wir noch mit. Ist noch eine Viper. G
Okay, hier wimmelt es ja nur so von... Eine alte Pfeife, okay. Hier wimmelt es ja nur so von... Ah, Dingen, die unsere Gesundheit wiederherstellen, also... Ach. Na komm. Ja. Mal einmal schön zwischen die Augen. Schau ich das noch? Jawohl. In der Zwischenzeit können wir mal... Ja, eine Viper können wir schmatzen. Ja. Und wo wir schon dabei sind, nehmen wir doch die auch... Oh, nachladen. So, das heißt, uns fehlt noch ein... Uiuiui. Wow, war das knapp. Uns fehlt noch eine, also eigentlich zwei, aber von der einen wissen wir, wo die ist. Und das heißt, irgendwo ist noch eine weitere verborgen, die, wo, deren, Aufenthaltsort uns unbekannt ist. Uiuiui. Boah, muss man ja aufpassen, ne? Bringt uns der Weg hier vorne was? Also auf jeden Fall ist hier noch eine Truhe. Dann können wir hier runterspringen und... Ist hier irgendwas? Ich glaube, hier ist eigentlich nichts. Wir müssen da hinten hoch, Richtung Hütte. Aber nochmal hier die Gegend nach... nach Medaillons ab. Abgrasen, wobei hier ist es ja schon. Ich finde es fast ein bisschen schade, wo ist es denn, dass die hier so eingezeichnet sind. Wir kommen jetzt dahin. Hier wahrscheinlich, hier ist es doch, okay. So, sehr gut. Dann haben wir. Das ist okay, hier haben wir nochmal Teilstück B. Dafür ist noch eins. Hallo. Ah, ein bisschen Schießpulver, cool. So, genau. Ein kleiner Schlüssel, cool. Haben wir eigentlich eine Schatzkarte für diesen Bereich? Habe ich die gekauft? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich sehe auch keine Gegner mehr hier. Ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann, dass hier keine mehr sind. Ich lade hier nochmal nach. Okay. Hier ist eine Viper ist hier noch. Noch ein Hühnerei, meine Güte. Ah, unser Bootsbenzin natürlich. Und hier ist auch sonst nichts mehr in der Hütte drin. Anscheinend. Ich lasse die Viper einfach mal da. Es ist ja gut zu wissen, dass hier noch irgendwas lebt. Falls wir aus irgendeinem Grund, falls es nicht registriert
worden ist, dass wir eine von drei schon abgegeben haben. Und wir jetzt nur zwei im Inventar haben. Ich kann Bock ab drei mit mir rumzuschleppen. Und bevor wir das Boot einfüllen, gehe ich auch nochmal zum Händler und versuche da. Ich bin so ein Honk. Ich war abgelenkt, weil ich hier unten auf die Tonne geguckt habe. Aber was soll ich sagen? Wir können ja so ein Ei zu uns nehmen. Und vielleicht können wir uns auch noch einen weiteren Fisch jagen. Gerade zu spät. Oh, der ist aber flink. Hier kommt gleich eine um die Ecke. Na komm halt. Und hier, der kommt wahrscheinlich auch jetzt hier hin. Da ist er schon. Sie? Krieg ich jetzt zwei auf einmal? Oh nein, nicht nachladen. Eieiei. Na gut, okay, dann machen wir es halt so. Ich habe mal eine ganz gute Position. Muss ich ja mal sagen. So, habe ich jetzt da hinten jemanden erwischt oder nicht? Wenn ja, dann würde ich ganz gerne noch die Hinterlassenschaft mitnehmen. Wahrscheinlich, der kraxelt doch jetzt eh hier hoch, oder nicht? Ja, siehst du, da ist er auch schon. Na, komm mal her. Noch mehr? Da unten. Ah. Na, soll er hochkommen. Ist okay. Dann muss ich nicht runterklettern, um hier den Loot zu holen. Wahrscheinlich hat er eh nur 100, was ist das? 100 Pesos oder so. 500. Gut, 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 gut. So, dann haben wir noch ein bisschen Loot. Dort. Na, guck mal, immerhin wir auf 12.000, dann haben wir noch die schicken alten Pfeifen. Können wir auch noch verkaufen, da können wir dann vielleicht die, diese Zusatzelemente für die TMP kaufen. So, haben wir jetzt hier alles? Ja, ne? Ne, wir haben hier noch Peseten. Ah, lohnt sich das? Ganz Umweg zu machen, wie kommen wir da überhaupt hin? Das ist ein Nachbargebäude. Muss irgendwie hier runter und dann da wieder hoch. Jetzt liegen hier 100 Peseten. 200 Peseten, hey. Naja. Wer den Pfennig nicht ehrt. Egal. So. Dann haben wir Teilstück B. Gibt es noch Teilstück C eigentlich? Für das Ding hier unten? Und wenn ja, wo ist das?
Das gibt's noch irgendwie. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Naja, vielleicht finden wir das noch. Ist ja noch nicht aller Tage Abend hier. Boot, ja, Zwischenziel, ja, ich weiß. Aber erst will ich nochmal mein Inventar lernen. Und auch die letzte, das letzte Medaillon dann noch eben abschießen. Damit wir dann noch unsere Belohnung abholen können. Das war eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt gerade. So. Frage ist nur, wo das jetzt hier war. Muss hier irgendwo gewesen sein. Es kommt noch. Und hier irgendwo muss noch. Wo ist denn jetzt hier? Ich schaue gerade direkt drauf. Aha! Wow, gut versteckt. So, und hier mitten drauf ist noch ein Schatz. Kann ich den denn übersehen? So, und hier? Ne. Ah, ist das da oben? Krass. That's all of them. Wo soll jetzt der Schatz sein? Egal, ich wollte hole dir auf jeden Fall noch die Pistolenmunition. Das meinte ich. Habe ich die nicht beim letzten Mal schon geholt? Schatz. Ich glaube, mir wird nur angedeutet, dass hier irgendwo ein Schatz ist. Im Gelände, aber ich sehe es gerade nicht. Vielleicht können wir dann auch noch nicht holen. Kann das sein? Ich will jetzt ja keine Zeit verschwenden. Ich meine, ich glaube, ich würde mal vermuten, dass wir früher oder später eh nochmal zurückkommen. Dann können wir uns auch noch darum kümmern. So, dann hätten wir das. Finde ich gut. So. Well, look at you, mate. Got a selection of good things on sale. Antike Pfeife können wir schön verkaufen. Your valuables won't do you much, thank you. Und dann können die beiden Kamane verkaufen. Perfect. You're a real professional. Gut. Nice work. Vier Spinellis. Können wir damit irgendwas Neues tauschen? Irgendwie nicht. Können wir was kaufen? Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Wir reparieren das Messer. Angriffskraft mache ich jetzt nicht. Ich überlege, ob ich hier ein bisschen Wumms drauf packe oder ob ich das sein lasse. Ist das wichtig? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und hier weiß ich auch nicht, ob ich zu viel Geld investieren möchte. Ich glaube, ich spare noch ein bisschen. Im Moment komme ich noch ganz gut zurecht. Und wenn ich irgendwann feststellen sollte, dass es nicht mehr so gut geht, dann lasse ich es bleiben. TM 10 Stück tauschen. Kein Laservisier. Noch nicht sicher. Punisher. Okay. Ja, super. Alles klar, dann geht's weiter. Dann haben wir jetzt unseren Sprit und dann können wir uns auch